Wir sind hier bei Autochef in Stuttgart auf der Messe und wir probieren das neue Blazing-Glas aus. Also ich finde es wirklich beeindruckend gut, wie das bis jetzt funktioniert. Ich habe ja jetzt gerade das Steak aufgelegt. Wir haben halt keinerlei Fettbrand und trotzdem kriegen wir hier eine wunderbare Kruste aufs Steak. Die Infrarotstrahlung kommt halt durch das Glas ans Fleisch. Also auf den ersten Blick sieht das hervorragend aus. Also ich bin echt begeistert, wie gut das hier funktioniert. Also viel besser geht eigentlich nicht. Ich habe Keramikbrenner weitestgehend gemieden, weil es eben dieses Problem gibt mit der hohen Hitze. Und man muss enorm aufpassen, damit man halt keinen Fettbrand hat, damit man nicht diese Bitterstoffe an den Steaks hat. Darum bin ich da eigentlich gar kein großer Freund von. Aber mit dem Blazing Glas wird sich die Sache auf jeden Fall ändern, weil dadurch habe ich jetzt diese unfassbar tolle Kruste. Und ich werde dann sicherlich häufiger auch mal wieder Grills mit einem Keramikbrenner einsetzen.